So, hier sind wir wieder bei Pokémon Blattgrün Edition. Ja, vor der Siegelstraße hier geht es gleich rein und erstmal gucken, was dieses Pokémon vorne ist. Damit wir auch gleich richtig hier, ja, gut. Cassiopeia ist in Ordnung, das ist schließlich, hier kommen schließlich Stein-Pokémon vor. Von daher gehen wir da jetzt einfach mal rein. So, es ist Freitagabend. Oh Mann, ich muss gleich wieder husten, obwohl ich überhaupt keine Erkältung mehr habe. Ich habe jetzt gerade hier so ein ganz komisches, gruseliges Gefühl in meinem Hals. Einen Moment. Entschuldigung. Cassiopeia kann das wohl machen. So. Gehen wir mal da hoch. Oh, ich setze einen Topschuss ein. Ich wollte ja eigentlich letztes Mal, habe es ja eigentlich letztes Mal schon gesagt, dass ich einen Topschuss einsetzen will. Nebenbei, es läuft gerade der, also ich habe mir gerade diesen Stream angeguckt von Gronkh, Last Man Standing, nicht nur von Gronkh, sondern auch von Pete und vielen anderen. Ja, der ist ziemlich cool. Aber ich habe hier gerade freie Bude, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal auf. Das bietet sich gerade so schön an. Okay, da muss das mit der Stärke, ich kenne mich hier nicht mehr so gut aus, deswegen muss ich mich erstmal nochmal umgucken. Oh, ein Onix. Ein Onix, was K.O. ist. Denn gegen Cassiopeia hat hier eigentlich niemand in der Siegestraße was entgegenzusetzen. So. Einfach mal Felsen bewegen. Los, Relaxo. Also Sleepy King. So, nach oben. Ein weiter. Dann hier lang. Das ist ein bisschen tricky. Man muss aufpassen, dass man hier den Stein nicht verbaut, dass man ihn nicht mehr bewegen kann. Aber so schwer ist es ja nicht. Das habt ihr jetzt bestimmt gehört. Die Barriere ist weg. Oh, diese ganzen. Ich tue gleich meinen Trunks nach vorne. Oh, auf 46. Okay, die Pokémon sind hier doch schon ziemlich stark. Aber es ist auch gut, da kann man gut trainieren nebenbei. Ganz unauffällig, auch wenn es nur die ganze Zeit Onix ist am laufenden Band. So. Oh, eine Trainerin. Huch, das war ein bisschen zu laut. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Astrainer Naomi. Ah, okay. Ein Snobili-Cut. Eisstrahl. Na, reicht das? Da fast. Okay. Jetzt setze ich gleich Body Slam ein und das müsste dann reichen. Oder sie setzt einen Hypertrank ein. Das geht natürlich auch. Um ihr Snobili-Cut noch ein bisschen am Leben zu lassen. Na, ganz toll. Surfer. Zahltag. Ach ja, heute ist ja der erste Zahltag, ne? Dankeschön für mein monatliches Gehalt, so bin ich grad. So. Aber das war's jetzt leider mit dir. Bei Bonita lasse ich Cassiopeia mal vorne. Ohne Layla könnte ich da eigentlich auch mal benutzen. Die muss ja unbedingt mal trainiert werden. Das wird ja nie. Hier. Mithalten können. Badam, badam. Drachenwut Slam. Haha. Naja, sieht ja nicht wirklich viel. Hier ist die Windhose. Oh, das wird sehr viel ziehen. Ich glaube, da wird. Oh, okay. Wie viel zieht das? Wie viel zieht Drachenwut? Einfach mal alles ausprobieren hier. Oh oh, ich muss aufpassen, dass Layla hier nicht gleich zugrunde geht. Reicht? Ja, es reicht. Perfekt. Galopper. Lass ich das drin? Nee, ich lasse es drin und tausche es dann aus. So, lass es drin und tausche es dann gegen
Trunks aus, der hat ja auch lange nicht mehr gekämpft. Da sehen wir Trunks wieder. Schlitzer. Okay, das zieht mehr. Wie viel zieht Flügelschnack? Zieht das mehr? Mal gucken. Das werden wir jetzt ja sehen. Wenn es besiegt wird, dann. Ja. Ungefähr gleich so wie Schlitzer. Von daher nochmal Schlitzer und es ist K.O. Totgeschlitzt. Vulpix, oh, das ist ein niedliches Pokémon. Da wird Layla vorne bleiben. Die werde ich natürlich jetzt gleich mal schön heilen. Heute Supertrank wird nicht viel. Oder Supertrank? Ne, ich will lieber einen Hypertrank. Ja, wo ist er denn, der liebe Hypertrank? Da ist er ja. 32 Stück habe ich davon. Könnten auch ein bisschen mehr sein, von mir aus, aber ich wusste, dass Flammenwurf kommt. Aber ist es nicht effektiv? Ja, perfekt. Aber es zieht doch schon, dennoch, noch einigermaßen. Drachenwut. Weil das ist noch eine erste Form und die haben nie wirklich viele Leben. So, Drachenwut. Jetzt hier nochmal ein. Dann kommt gleich nochmal eine Windhose dazu und dann. Der mit seinem Begrenzer. Begrenzer macht, hat die Fähigkeit. Oder die Wirkung. Das ist, die Attacke sperrt. Das ist, gleiche Attacken von uns beiden sperrt. Und wenn es einmal nicht funktioniert, dann wird es beim zweiten Mal immer noch nicht funktioniert. Von daher, oh, wohl Nona. Das könnte schon etwas stärker sein. Könnte, es ist etwas stärker. Aber da wechsle ich lieber aus. Und hol Trunks wieder dazu. So werden alle Pokémon ein bisschen trainiert. Na, Konfusstrahl. Trunks wurde verwirrt. Was wird Trunks jetzt tun? Schlitzt er sich selbst auf oder schlitzt er Bulona auf? Er schlitzt Bulona auf. Und hat nicht wirklich Erfolg damit. Okay, der war ja wirklich schnell, lange verwirrt. Okay, Bodyguard. Aber ich glaube kaum, wohl kaum, dass ich ihr Feuer-Pokémon mit meinem Feuer-Pokémon verbrennen werde. Oh, ein Volltreffer. Der erste Volltreffer in diesem Pass. Wie gesagt, Team Volltreffer, ne? So, besiegt. Ich bin raus. Dabei wollte ich nie verlieren. Schon gar nicht gegen ein kleines Kind. So, mal eben heilen. Eigentlich könnte ich das auch mal so machen. Das nervt mich, immer hoch und runter zu scrollen. Schön nach unten mit dir. So, und der Beleber gleich hinterher. Wo ist er denn? Da ist er ja. So, und jetzt mein Supertrank. Außerhalb der Kämpfe benutze ich eigentlich immer Supertränke. Und in den Kämpfen dann Hypertränke. Bam bam ba da 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 dam, bam bam bam. So, Kaffee von Layla wurden aufgefüllt. Mal gucken, was hier noch so, was so tolles ist. Ein Golbat. Kann ich Eisstrahl einsetzen, dann ist das weg. Tschüss, liebes Golbat. Schön, dich kennengelernt zu haben. Leider warst du kein Shiny-Pokémon. Sonst hätte ich dich gefangen. So, weiter geht's. Oh, ein Trainerkampf. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Eine Herausforderung von Astrainer Nepomuk. Nepomuk, der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht, warum. Mir kommen irgendwie hier alle Namen bekannt vor. Also wundert euch nicht, dass ich hier bei jedem Namen sage, dass er mir bekannt vorkommt. Oh, Superzahn, zieht genau die Hälfte. Das ist bitter. Dafür durfte ich aber auch zweimal angreifen. Keine Ahnung warum, plötzlich ist Radikal dann langsamer geworden. Hat wahrscheinlich auch einen Panzer gebissen und deswegen... Oh, Bisaknoss. Da wechsle ich lieber mal aus. Chichi oder Trunks?
mein lieber Chichi, damit ihr auch mal wieder ein bisschen trainiert wird. Die habe ich auch lange nicht mehr im Kampf gehabt. Da seht ihr sie wieder. Flügelschlag. Okay, das war ein leichtes Spiel. Wir müssen nämlich auch mal wieder in den Level steigen. Ein Shillock. Es fehlt nur noch, dass er jetzt gleich einen Protexo hat. Shillock, Shillock, Shillock. Sarazinia, warum nicht? Bräuchte auch mal wieder ein paar neue Attacken. Neue Pflanzenattacke wäre nicht schlecht. Auf den Rankenhieb doch eigentlich reicht. Erstmal gegen Wasser-Pokémon. Rankenhieb! Okay, dann greife ich gleich nochmal mit Säure an und dann war's das. Für Shillock oder auch nicht. Ich hab mal eben kurz angekotzt. So, dann muss ich noch mal kurz ankotzen, damit wir ihn ganz wegätzen mit Aliensäure. Oder mit Sarazenia-Säure. Glutexo, ich hab's doch gewusst. Deswegen hole ich jetzt nicht Cassiopeia, sondern Layla. Denn Feuer ist ja nicht sehr effektiv gegen Drache und dann kann ich sie ein bisschen trainieren. Vielleicht hat sie ja das Glück und steigt ein Level. Durch Glutexo. Erstmal mit Drachenwut versuchen, wie viel das zieht. In der Hoffnung, dass Layla jetzt nicht besiegt wird, weil die hat ja noch nicht mal 100 KP. Okay, das zieht doch schon ziemlich gut. Auf jeden Fall besser, als ich gedacht habe. Oh, Layla brennt. Okay, schlechter, als ich erwartet habe. Aber okay, sie hat Expedermis. Von daher müsste sie sich eigentlich gleich jeden Moment mal heilen. Nach ein paar Runden ein Hypertrank für Layla. Okay, er versucht mich aufzuschlitzen. Toll. Schlitzer zieht weniger als Flammenwurf. Na gut, Flammenwurf hat auch mit wie heißt das mal? Jetzt habe ich den Namen selber vergessen. Step, genau. Das war's. Na, überlebt Layla die Verbrennung gleich oder wird sie auch besiegen? Ja, Level 36. Neue Attacke, komm schon. Oh, okay, das wird ein cooler Kampf. Jetzt mache ich nämlich was. Jetzt heißt es Glurak gegen Glurak. Da, Glurak gegen Glurak. Flügelschlag. Beide männlich. Aber ich bin stärker. Ist ja cool, wenn beide auf dem gleichen Level wären. Initiative von Trunks sind stark. Okay. Oh, ist der blöd. Feuer. Gegen einen Glurak mit Flammenwurf anzugehen. Das ist genauso, als wenn du Wasser gießen wolltest. Keine Ahnung, schlechtes Beispiel, aber trotzdem, das ist, bringt nichts. Na gut, wenn es die einzige Attacke ist, die... Oh, was? Wie jetzt? Okay, ich nehme mein Beispiel sofort zurück, was ich gerade gemacht habe. Das hätte mein Glurak fast K.O. gemacht. Aber mein Glurak hat trotzdem gewonnen. Immerhin hatte ich eine Chance. Okay, es ist so, mit Flammenwurf gegen ein Glurak ist es so, als wenn du eine Blume gießen würdest. Es bringt was. Okay. Nee, super Trank. Und nochmal. So, ich hätte eben noch ein paar mehr Supertränke gehabt. Irgendwas mit 20 oder so oder 30. Das waren wahrscheinlich die Hypertränke. Bam bam, bam 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 bam. So, schön alle mal heilen. Und als letztes Layla nochmal. Die muss am besten voll geheilt sein, auch wenn es jetzt Verschwendung von dem Supertrank ist, aber es muss sein.
So, habe ich noch irgendwas, was gegen Feuer hilft, außer einen Hyperheiler? Ja, Feuerheiler, einen habe ich noch. Zack. Feuerheiler wurde bei Leila angewendet, so. Gehe ich da mal hoch, oder gucke ich mich nochmal um, was da rechts war. Und natürlich wieder ein Schachs-Pokémon kommt, ein Mashok. Aber da sage ich danke. Nein, ich brauche keinen Mashok. Auch keine Lust gegen eins zu kämpfen. Okay, das ist ein... Ich kann mich für einen entscheiden. Links oder oben? Links oder oben? Ich nehme links, weil ich Linkshänder bin, von daher. Sonderbonbon. Okay, kann ich nicht gebrauchen. Ich hoffe, das andere war jetzt auch ein Sonderbonbon. Na, ich komme hier später nochmal hin und gucke mal, was da war. War, wenn ich dran denke. Flucht unmöglich. Okay, den hätte ich auch mal eben kurz mit einem Surfer besiegen können. Was ich jetzt natürlich auch mache, so. Mal schauen, dann gehen wir doch mal lieber die Leiter hoch. Na, komm schon. Okay, da oben ist ein Forscher, dann müssen wir von der anderen Seite das machen. So. Im geistlich im Kopf mal eben den Weg durchgehen, den ich jetzt machen will. Also da. Dann nochmal nach da. Und dann nach links und schon. Zack. Jetzt hat sich der Schalter geöffnet und mein Topschutz hat nachgelassen. Also ja. Also mit Schutz sind wir hier echt gut eingedeckt. Da-da-da-da-dam. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Eine Herausforderung von Schwarzgut Kenji. Ach, Mashok, das hat er sich bestimmt eben gefangen, das Wilde. Ne, meins. Das Wilde war stärker. Ja, doch, stärker. Okay. Chichi. Vergeltung wird hier jetzt noch nicht viel bringen, Mashok, aber naja. Flügelschlag. Muhahaha. Och, Mist. Schade, ich dachte ich... Oh, pass auf, oh. Das ist hier kurz vorm Level ab, das darf jetzt nicht K.O. gehen. Das wäre sehr schade. Mach Hollow. Da werde ich mal schnell liebe Chichi heilen. Das hat sie sich ja schließlich auch verdient. Bam, bam. Bam. Überroller. Okay, die Attacke kannte ich schon. Ich glaube schon, ja. Ja, das war die. So. Flügelschlag oder Fliegen? Ich setze einfach Flügelschlag ein. Okay, so habe ich ihn auch schneller besiegt. Und Chichi ist auf Level 44. Als nächstes wird Mashok eingesetzt. Da setze ich, glaube ich, mal Fliegen ein. Einfach mal so, um zu gucken, wie viel das so zieht. Und tschüss. So, jetzt mit Sturzflug auf ihn rauf. Zack. Blauer Punkt hat ihn getroffen. Okay, fast besiegt. Oh oh. Ich weiß gar nicht, was Überwurf überhaupt macht. Auf jeden Fall ist Mashok jetzt besiegt und der Kampf geht an mich. Ah! So, was sagt er noch? Wenn du nicht vorankommst, versuche die Felsen zu verschieben. Ja, das werde ich versuchen. Das werde ich natürlich versuchen. Dem Rat von Kenji werde ich natürlich folgen, denn sonst kommen wir in der Siegestraße gar nicht mehr weiter. Aber das war's erstmal mit diesem Part. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Oder wenn nicht, natürlich kein Müll in die Kommentare schreiben. Ja, ich freue mich schon auf das Weiterspielen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Und hoffe, dieser Part hat euch sehr gefallen. Bis dann und tschüss.